ja, ich war schubweise nur, ne, dass es mir, ja, hier und dort war es mir ein wenig besser. Hatte ich auch Erleichterungen gehabt. Aber im Grunde genommen war es nur, ja, ja, vielleicht so ein kleiner Schub und dann ging es mir wieder total schlecht, ne, und danach, ja, und ich musste jetzt schon wieder, stand wieder vor zwei OPs, Halswirbelsäule steif, komplett musste liegen, gelegt werden, ne. Das, und ja, vor zwei Monaten wurde festgestellt, dass ich habe einen Tumor auf meinem Eierstock, ne? Und der musste sofort operiert werden, weil ich, der war 5,0, nach zwei Wochen war er schon 7,5. Ja, und dann wollten die mich gar nicht mehr nach Hause lassen, weil es hieß, ja, der schlägt Metastasen und es geht nicht, sie müssen sofort da bleiben, wir müssen das sofort operieren. Aber da sagte ich, nein, das geht nicht, ich mache das nicht, wir haben Urlaub vor mir gehabt, ne? Vor uns gab mir die Familie, wir haben das trainiert. Ja, und irgendwie hatte ich dann gehabt, diese Hoffnung, irgendwie das Innere, ja, es wird alles gut bei mir werden. Ne? Ja, und was machen wir? Wir setzen uns auf ein Flugzeug und fliegen weg nach Türkei. Natürlich, mir ging es da wirklich sehr schlecht, ich lag nur fast im Bett da, ne? Aber wir kamen zurück und... ja, ich sage Ihnen wirklich die Wahrheit, ne? Und ich möchte, das ist auch mein Ziel in meinem Leben, jetzt es weiterzugeben, ne? Allen Menschen, dass es wirklich glauben, ne? Dass es hilft. Ne? Meine Frauenärztin hat mich untersucht, sie sagte, Herr, stopp mal, es war doch rechts. Ich sagte, nein, das war auf der linken Seite. Und sie sagt, nee, das war rechts. Nee, rechts ist auch nicht, dann muss es trotzdem links gewesen sein. Nee, links ist auch nichts da. Ja, dann hat sie gemerkt, da ist nichts. Innerhalb von drei Wochen passiert. Ne? Also es ist wirklich, es, ich habe es selber nicht geglaubt, weil ich habe schon, ich weiß es jetzt nicht, ich habe schon x-mal OPs auf mich, ne, wo schon 12 Stunden gedauert haben und so weiter. Ne? Und für mich war das eine Panik, wieder ins Krankenhaus, wieder operiert werden. Ne? Aber wirklich, also ich muss sagen, aber Gott sei Dank, weil der Herr steckt da dahinter, ne? Nur unser großer Gott steckt dahinter, ne? Er hat es diesen Menschen gelegt aufs Herz, ne? Hat denen solche Gedanken gegeben, dass sie so ein ja, Präparat haben jetzt, wo es wirklich helfen tut den Menschen. Ne? Und mein Ziel ist wirklich weitergeben den Menschen, dass auch die Menschen es glauben und nehmen und gesund werden. Ja.